Pusteblume. Eine Kurzgeschichte von Andreas Petz. Meister, sprach einst ein Schüler zu seinem Lehrer, wie kommt es, dass es einerseits Menschen gibt, die fröhlich, glücklich, gesund, erfolgreich und auch von eben solchen Menschen umgeben sind, und dann gibt es andererseits Menschen, die voller Hass, Missgunst, Neid und Krankheit sind und in deren Umfeld es viele Menschen gibt, denen es ebenso geht? Ist das jeweils Schicksal oder woher kommt das? Der Meister sagte zu seinem Schüler, komm mit, lass uns einen Spaziergang in die Natur machen. So gingen die beiden vor die Tore der Stadt, wo es Obstbäume, Felder und Wiesen gab. Der Meister schwieg die ganze Zeit und schien in Gedanken versunken zu sein. Mehrmals war der Schüler versucht, die Stille zu unterbrechen und seine Frage erneut zu stellen. Aber er wusste, dass der Meister wünschte, dass sich seine Schüler in Geduld übten, und so lief er schweigend neben ihm her. In Gedanken überlegte er, ob der Meister mit seinem Schweigen dem Schüler etwas mitteilen wollte, und so begann er die Umgebung zu betrachten. Die Natur war herrlich. Schon öfter hatte der Meister die Natur als Beispiel genommen, um seinen Schülern etwas zu erklären. Aber was sollte die Natur mit der Frage des Schülers zu tun haben? Er konnte sich das nicht vorstellen. Nach längerer Zeit blieb der Meister vor einer Wiese stehen. Sein Schüler stand neben ihm. Beide betrachteten die Wiese. Da deutete der Meister plötzlich auf die Wiese und sagte, »Siehst du dort den Löwenzahn? Ich meine diese Pusteblume.« Der Schüler schaute auf die Wiese und meinte interessiert, »Ja, aber was hat das mit meiner Frage zu tun?« »Nun«, meinte der Lehrer, »die Pusteblume ist voll mit Schirmchen, an denen Samen hängen. Was passiert nun mit diesen Samen?« Der Schüler dachte kurz nach und antwortete dann, »Na, sobald ein Windstoß kommt, fliegen sie davon, landen irgendwo in der Umgebung und aus ihnen wachsen weitere Löwenzahnpflanzen. Dann ist der ursprüngliche Löwenzahn bald von vielen weiteren Pusteblumen umgeben.« Der Schüler wurde nachdenklich und der Meister sagte, »Genau so ist es.« Durch die vielen Löwenzahnsamen ist der erste Löwenzahn bald von vielen weiteren umgeben. Aber was würde passieren, wenn der erste Löwenzahn an seinen Schirmchen keine Löwenzahnsamen, sondern zum Beispiel Gänseblümchensamen hängen hätte? Der Schüler musste bei dieser Vorstellung schmunzeln und meinte dann, »Oh, dann wäre er wohl bald von lauter Gänseblümchen umgeben.« »Genau so ist es«, bestätigte der Meister. Dann erklärte er, »auch wir Menschen haben eine Art unsichtbare Pusteschirmchen mit Samen, die wir in die Welt hinaussenden. Aber im Unterschied zum Löwenzahn haben wir die Wahl, welche Samen wir aussenden, und somit haben wir auch Einfluss darauf, von was wir umgeben werden. Wenn wir selbst voller Hass und Neid sind, woraus besteht denn dann der Samen, den wir aussenden?« Der Schüler schaute dem Meister ins Gesicht und antwortete fragend, »Aus Hass und Neid?« Der Meister nickte und fragte dann, »Und von was werden wir dann umgeben sein?« Dieses Mal nickte der Schüler und antwortete, »Von Hass und Neid.« Der Meister sprach nun, »Wir Menschen haben drei Möglichkeiten, die Art der Samen zu bestimmen, die wir aussenden. Die erste Möglichkeit sind unsere Gedanken. Jeder Gedanke, den wir denken, ist wie ein Pusteschirmchen mit einem Samenkorn. Und der Gedanke bestimmt, was für ein Same da in die Welt hinausgeschickt wird. Hass und Neid oder lieber Glück und Frieden? Was würdest du wählen?« fragte er den Schüler. Dieser antwortete ohne zu zögern, »Natürlich Glück und Frieden.« »So denke an Glück und Frieden«, meinte der Meister. Dann sprach er weiter. »Die zweite Möglichkeit, die Art der Samen zu bestimmen, sind unsere Gefühle. Fühlen wir in uns Eifersucht oder Missgunst? Was wird da bald um uns herum wachsen?« Wieder nickte der Schüler und bestätigte,
Eifersucht und Missgunst. Der Meister sprach weiter. Und dann sind da als drittes unsere Taten, die wir sehen. Tun wir Böses, so ernten wir Böses. Tun wir Gutes, werden wir Gutes ernten. Der Schüler nickte eifrig, um zu zeigen, dass er verstand, was der Meister meinte. In Gedanken versunken meinte er, wenn ich jemanden eine Ohrfeige verpasse, kann ich kaum erwarten, dass er mich glücklich umarmt. Er wird mir wohl eher auch eine Ohrfeige verpassen. Der Meister musste schmunzeln. Dann fragte der Schüler jedoch plötzlich, aber wie habe ich Einfluss auf meine Gedanken, auf meine Gefühle und Taten? Der Meister freute sich über diese Frage, zeigte sie ihm doch, wie aufmerksam der Schüler war. Er antwortete, nun, als erstes gibt es da die Entscheidung. Das bedeutet, dass du selbst die Entscheidung triffst, was dir wichtig ist und von was du umgeben sein möchtest. Und dann beginnst du damit, Kontrolle auszuüben. Überprüfe ständig deine Gedanken. Sie sind der Ausgangspunkt. Aber auch deine Gefühle kannst du mit der Entscheidung beeinflussen und die Taten sowieso. Als nächstes gibt es dann die Beachtung. Alles, was du beachtest, alles, dem du Aufmerksamkeit schenkst, verstärkt sich. Jeder Mensch ist von Positivem genauso umgeben wie von Negativem. Aber erst die Beachtung bestimmt darüber, was davon in seinem Leben an Stärke gewinnt. Ein positiver Mensch wird das Gute in jeder Situation erkennen und nutzen. Entscheiden, beachten, erkennen und nutzen. Ja, das klingt einleuchtend, meinte der Schüler und zusammen gingen die beiden wieder zurück. Schweigend und nachdenklich. Ein Wind kam auf und plötzlich flogen viele Pusteschirmchen um die beiden herum. Sie freuten sich darüber und der Schüler meinte, so viele schöne und gute Gedanken. Jeder Gedanke ist wie ein Pusteschirmchen.